Herzlich willkommen am Spieletisch. Heute behandeln wir das Spiel Die Quacksalber von Quedlinburg. Es geht nicht um eine Regelerklärung, sondern ich werde ein Review hier machen. Und wahrscheinlich ist das Video am besten für euch, wenn ihr euch überlegt, soll ich das Spiel selber kaufen, soll ich es irgendjemandem schenken, dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich werde euch kurz erklären, um was es geht, wie das Spiel aufgebaut ist, was das Ganze beinhaltet. Wir haben hier die Megabox, es gibt auch noch die Standardversion. Und diese Megabox enthält eben die Standardversion plus zwei Erweiterungen. Da werde ich auch noch drauf eingehen. Und am Ende gibt es noch ein allgemeines Review, wie ich denn dieses Spiel persönlich finde und für wen dieses Spiel überhaupt geeignet ist. Und was geht es in dem Spiel? Es ist ungefähr im 9. Jahrhundert spielt es Spiele seit Quacksalber, wollt zu Ruhm und Reichtum kommen und versucht das eben indem ihr Tränke mischt und so an Siegespunkte kommt, ein bisschen Geld bekommt, um euch neue Zutaten kaufen zu können. Okay, nun eine kleine Zusammenfassung, was dieses Spiel beinhaltet. In der Box, ich fange jetzt an mit der Megabox, also mit allen Erweiterungen. Ich werde auch immer euch dazu sagen, was schon in der Standardversion vorhanden ist und was dann zu den jeweiligen Erweiterungen gehört. Fangen wir an, ganz einfach, natürlich eine Spielanleitung, die ist auch ziemlich groß. Ich kann mal kurz reinschauen. 23 Seiten, Basisspiel plus beide Erweiterungen, das heißt ziemlich viel zum Durchlesen am Anfang. Es dauert ein bisschen, bis man es verstanden hat, aber das lohnt sich definitiv. Dann hat das Basisspiel, braucht man auch für die beiden Erweiterungen, die sind einfach nur als Add-on quasi ein Spielbrett, das ist sozusagen, hier werden die Punkte markiert, die jeder Spieler hat, die aktuelle Phase, in der ihr seid und dann wie jeder Zug abläuft. Dann haben wir für jeden Spieler jeweils einen Kessel mit zwei Seiten für verschiedene Varianten, die ihr spielen könnt. In der Standardversion sind es vier Kessel. Bei der Erweiterung ist dann nochmal in der Megabox zusätzlich ein Kessel dabei. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch zu fünft spielen. Es gibt verschiedene Zutatenbücher. Das hier ist eins aus der Erweiterung. Da gibt es immer vier verschiedene Sorten pro Zutat. Das für die Spielvarianten, dass ihr das Spiel beliebig variieren könnt. Ihr könnt eigentlich jede Runde, die ihr spielen wollt, was Neues ausprobieren. Die ersten sind ein bisschen einfacher für den Einstieg und dann wird es ein bisschen komplexer, aber auch nicht wirklich viel komplexer. Man muss sich halt immer am Anfang durchlesen, was die verschiedenen Zutaten können. Wenn wir gerade über Zutaten sprechen, Zutatenplättchen, die sind aus Papier gemacht oder aus Pappe. Das ist ungefähr ein Drittel der Zutatenplättchen, würde ich sagen. Die tut ihr dann in euren Beutel und im Endeffekt in euren Kessel. Wenn wir vom Beutel sprechen, ist einfach nur ein schwarzer Stoffbeutel, wo ihr eure Plättchen, eure Zutatenplättchen reintut, damit ihr blind da rausziehen könnt, weil eben eine kleine Komponente des Glücks mit dabei ist. Das heißt, da ist auch noch für jeden Spieler einer dieser Beutel dabei. Dann gibt es auch in der Basisversion Karten, die werden zu Beginn jeder Runde gezogen. Die hat einfach einen kleinen Zusatzeffekt noch für jede Runde. Dann gibt es das Holz, Marker plus einen Würfel. Die werden einfach als Spielsteine genutzt, um jeweils auf den verschiedenen Plättchen euren Fortschritt zu markieren. Und es gibt noch Rubine, das ist auch eine extra Währung noch im Spiel. Die sind aus Plastik, eigentlich ziemlich gut von der Qualität her. Kommen wir zu den Erweiterungen, was in den Erweiterungen noch drin ist. In der ersten Erweiterung, die Kräuterhexen, so heißt es, geht es um Hexen, die noch zusätzlich euch unterstützen und euch Fähigkeiten geben, beziehungsweise ihr könnt die zu Hilfe rufen. Da gibt es dann diese Hexenplättchen, wo drauf steht, was die jeweilige Hexe kann. Das könnt ihr einfach aussuchen, welche ihr hernehmen wollt oder die zufällig auslosen. Für diese Hexen, da gibt es immer drei verschiedene Hexen pro Spiel, kriegt dann jeder Spieler auch noch Bronze, Silber und Goldmarken. Das sind hier auch noch die aus Pappe wieder. Die zweite Erweiterung, die Alchemisten. Da legt ihr über euren Topf legt ihr ein Plättchen, wo ihr quasi eine Essenz zubereiten könnt. Wie ihr die bekommt, ist ein ganz anderes Thema, aber das ist eben dann auch noch ein zusätzliches Add-on zu eurem Spielbrett. Und ein letztes Stück ist nochmal ähnlich wie die Kräuterhexen, ein weiteres
Schild sozusagen, wo Krankheiten draufstehen, die ihr eben behandelt, welche euch spezielle Fähigkeiten geben. Da werden immer drei zur Verfügung gestellt, wo die verschiedenen Spieler sich aussuchen können. Und je weiter ihr eben in eurer Essenz voranschreitet, desto bessere Boni geben euch dann die Patienten, die ihr mit eben dieser Essenz behandelt. Das war es grob, was alles enthalten ist. Sind ziemlich viele Sachen, aber der Aufbau ist eigentlich ziemlich einfach. Kommen wir zum Spielaufbau, denn der ist eigentlich relativ einfach, obwohl das Spiel an sich wirklich komplex ist. Das ist so, wie ihr es aus eurer Perspektive sehen würdet. Also ich würde das Ganze jetzt umdrehen, wenn ich spielen würde. Aber das hier ist das Spielbrett, wo jeder Spieler seine Siegpunkte sammelt und wo markiert wird, in welcher Runde man sich gerade befindet. Es werden 9 Runden insgesamt gespielt. Und hier ist auch wirklich schön drauf abgebildet, was nach welcher Runde immer bei der Auswertung passiert. Weil das ist ziemlich kompliziert und man kann am Anfang manchmal manche Sachen vergessen. Deswegen ist es hier ziemlich schön aufgegliedert. Wie funktioniert das ganze Spiel? Ihr habt hier in eurem Beutelchen jeweils Startzutaten drin, die zieht ihr der Reihe nach und legt sie in euren Kessel rein. Je weiter ihr in diesem Kessel voranschreitet, desto mehr Siegpunkte bekommt ihr, was am Ende ausschlaggebend ist, ob ihr das Spiel gewinnt oder nicht. Und ihr bekommt zusätzlich auch noch jede Runde einen Einkaufswert sozusagen, für den ihr neue Münzen kauft. Da bestimmen dann jeweils diese Zutatenplättchen, wie viel die einzelnen Münzen, die einzelnen Zutaten kosten. Das heißt, ihr bekommt nach und nach immer mehr Plättchen hier rein, könnt nach und nach immer weiter in eurem Trank voranschreiten, kriegt nach und nach immer mehr Siegpunkte und könnt nach und nach immer mehr Zutaten kaufen. Das ist das Spiel jetzt wirklich easy, wirklich schnell erklärt, aber durch diese verschiedenen Varianten, die ihr spielen könnt. Einmal haben wir hier den Kessel, den wir umdrehen können. Da kann man hier auch nochmal eine zweite Variante spielen. Ihr müsst darauf aufpassen, wenn ihr alle zwei Erweiterungen kauft, müsst ihr aufpassen, was kann denn eure alchemistische Fähigkeit, welche Krankheit behandelt ihr, wann setzen wir die Hexen ein, wann benutzen wir deren Fähigkeit. Grundum, das Spiel ist relativ kompliziert, aber es macht wirklich, wirklich viel Spaß, weil jede Runde einfach was Neues ist. Okay, und was macht jetzt das Spiel so besonders? Ihr spielt immer gegeneinander. Ihr müsst natürlich mehr Siegpunkte erreichen als der Gegner. Das heißt, ihr könnt eure Mitspieler beeinflussen, ihr könnt mit denen reden, ihr könnt schauen, was die für eine Taktik fahren, ihr könnt schauen, was die für Zutaten kaufen, ihr könnt schauen, was für Zutaten die schon in ihrem Kessel haben und dementsprechend reagieren oder agieren. Das finde ich ziemlich lustig, wenn man dann wirklich auch mit Spielern interagiert, obwohl es eigentlich ein Solo-Spiel ist, wo man selber so seinen Trank brauen kann oder muss. Zweitens, das Spiel hat einen enormen Glücksaspekt mit drinnen. Warum? Es gibt weiße Marker, sogenannte Knallerbsen. Wenn ihr die zieht, passiert erstmal noch nichts. Ihr dürft auch um den hier euren Kessel weiter füllen. Aber sobald der Wert auf diesen Markern 7 überschreitet, explodiert euer Trank. Das heißt, ihr kriegt für diese Runde weniger Output. Das heißt, ihr müsst euch immer entscheiden, wie viele Zutaten habe ich hier noch drin. Passt es mit meinen Knallerbsen? Soll ich noch ziehen? Wenn ich jetzt noch eine Knallerbse drin habe, die mein Kessel explodieren würde und 10 Marker, die es nicht machen würden, ist die Chance natürlich 1:11, dass mein Kessel explodiert. Dann würde ich es wahrscheinlich noch machen. Bei 50-50 würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Das heißt, da ist eine extreme Glücksvariante drin. Falls ihr diese Erklärung nicht ganz versteht, ist es auch gar kein Problem. Ich wollte euch nur ein bisschen klar machen, dass dieses Spiel extrem eigentlich auf Glück bzw. auf statistischen Entscheidungen basiert. Und das finde ich eigentlich richtig geil, weil diese Glücksspielvariante, das sorgt einfach nochmal für so einen Adrenalinkick, was während dem Spielen ziemlich frustrierend sein kann manchmal, aber auch manchmal ziemlich beflügelt. Ich hatte es schon mal erwähnt, aber das eigentlich Geniale an diesem Spiel sind die vielen verschiedenen taktischen Entscheidungen, die man treffen muss.
Am Anfang, welche Zutat kaufe ich wann? Ziehe ich noch weiter? Kaufe ich die gleichen Zutaten wie mein Mitspieler oder mein Gegenspieler in dem Fall? Wann setze ich diese Hexen ein? Welche Fähigkeiten nehme ich hier am Anfang? Wenn wir uns diese Spielvariante hier anschauen, könnt ihr euch nochmal für Rubine hier Boni kaufen. Das müsst ihr aber abwägen, weil die Rubine könnt ihr auch für andere Sachen ausgeben. Das sind alles so verschiedene Sachen, wo ich überlegen müsst, was mache ich wann. Das ist natürlich geil für Spieler, die sowas cool finden. Also wenn ihr wirklich lange überlegt, taktische Spiele mögt, wo ihr abwägen müsst, was macht wann Sinn, ist es wirklich gut für euch, für Gelegenheitsspieler, wenn ihr dieses Spiel mit Freunden, die das vielleicht noch nie gespielt haben, einmal im Jahr spielt. Dann ist es vielleicht nichts für euch. Wenn ihr aber Brettspiel-Fans seid, die dieses Spiel auch mal 3 Stunden hintereinander spielen, verschiedene Varianten ausprobieren in diesem Spiel. Das Spiel dauert ungefähr, würde ich sagen, 1/2 Stunde für eine Runde oder einen Durchgang, den ihr spielt. Wenn ihr es dann öfter hintereinander spielt oder auch mal, sagen wir, jeden Monat einmal mit Freunden zusammen in einer festen Runde, im Urlaub mal, jeden Tag am Abend ums Abspülen oder weiß ich nicht was, wer den nächsten Drink zahlt, dann ist das Spiel, finde ich, richtig, richtig gut, weil egal wie oft ihr das spielt, einfach dadurch, dass ihr so viele verschiedene Variationen habt, allein schon die Zutaten, da gibt's, ich habe es nicht ausgerechnet, ich würde es mal schätzen, 4000 verschiedene Varianten, wie ihr die Zutaten, Bücher zusammenmixen könnt. Und dann ist jedes Spiel was Neues und man muss sich jedes Mal wieder überlegen, was macht wann Sinn. Kommen wir zu der Gesamtbewertung des Spiels, die Quacksalber von Quedlinburg, von der Megabox. Die Grundversion an sich ist auch wirklich, wirklich cool zu spielen. Und auch wenn man alle 2 Erweiterungen hatte, sollte man erstmal mit der Grundversion anfangen, weil die Erweiterungen doch noch viel Variation reinbringen, was einfach am Anfang zu viel ist, wenn man das Spiel erstmal nur lernen will. Ich würde euch trotzdem empfehlen, wenn ihr das schenkt oder wenn es euch selber zulegt, kauft euch gleich die Megabox, weil erstens billiger als Grundform plus beide Erweiterungen einzeln und zweitens die Erweiterungen sind wirklich gut, die bringen wirklich was Neues rein, die sind nicht nur Geldmacherei, die bringen wirklich neue Variationen rein, wo man mehr mitdenken muss, wo man noch zusätzliche Möglichkeiten hat und machen das Spiel wirklich, wirklich besser. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, spielt erstmal nur das Grundspiel, nehmt nach 4-5 Spielen die erste Variante dazu, das erste Expansion Pack, spielt das dann 4-5 Mal und probiert dann entweder das andere Expansion Pack aus oder nehmt gleich das andere Expansion Pack dazu und spielt dann mit beiden Expansion Packs auch nochmal ein paar Runden. Aber man braucht erstmal ein bisschen, um dieses Spiel zu verstehen, um verschiedene Taktiken auszuprobieren, dass man nicht gleich verzweifelt, weil es einfach viel zu viel ist. Bewertung. Kommen wir zur Spielmechanik. Was bietet das Spiel? Was fordert es? Ich würde ihm eine 5 von 5 wirklich geben, weil das Spiel ist wirklich komplex. Aber einfach diese Push-to-Luck-Variante oder Variation, die das Spiel beinhaltet, indem man einfach nicht weiß, was man als nächstes zieht und sich überlegen muss, lohnt es sich nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, weil man weiß ungefähr, beziehungsweise man kann ja auch mit der Hand abzählen, hey, wie viel sind da noch drin, wie viele Zutaten und wie viel würden jetzt meinen Kessel explodieren lassen. Aber diese Push-to-Luck-Variante macht einfach so Spaß und das macht dieses Spiel einfach aus und das finde ich einfach so genial. Deswegen eine 5 von 5 für die Spielmechanik. Die Spieltiefe, wie viel Variation bietet das Spiel in sich, wie lang dauert es, was macht das Spiel wirklich aus, kann man eigentlich auch ohne Expansion Packs, würde ich eine 4 von 5 vielleicht geben, weil es sich doch immer ein bisschen wiederholt, weil man, wenn man so einmal eine Taktik raus hat, die man cool findet, dann kauft man quasi immer die gleichen Zutaten. Mit den Expansion Packs definitiv eine 5 von 5, weil einfach jedes Spiel was Neues ist und die verschiedenen Zutatenkarten mit den verschiedenen Variationen, mit den verschiedenen Krankheiten, die auch nicht jedes Mal, oder die verschiedenen Patienten nennen wir es so, auch nicht jedes Mal die gleichen sind, neue Hexen, die dazukommen, hier die Essenz, die man macht oder die man zusammenbrauen will, parallel zu seinem Trank. Es ist einfach so viel gegeben, wo man sich Gedanken drüber macht, was verschiedene Spielmöglichkeiten sind, verschiedene Varianten. Deswegen bei der Spieltiefe muss man eigentlich auch eine 5 von 5 geben. Die Wiederspielbarkeit ist, finde ich, auch ein sehr relevantes Bewertungskriterium, weil man, wenn man ein Spiel für viel Geld kauft, was
die Megabox, die ist relativ teuer, brauche ich nicht lügen. Aber die Wiederspielbarkeit würde ich eine 4 von 5 geben. Einfach aus dem Grund, das Spiel dauert ungefähr 30 Minuten, würde ich sagen, eine Runde, wie bereits gesagt. An einem Abend 4, 5, 6 Mal spielen macht man nicht. Habe ich bisher noch nicht gemacht, ist wahrscheinlich auch nicht so cool, weil es dann sich irgendwann ein bisschen abnutzt. Aber über die Zeit gegeben, wenn man das jetzt nach einer Woche oder nach 2 Wochen wieder spielen will, definitiv macht man, weil das Spiel wird nicht langweilig. Durch die verschiedenen Varianten, die ich jetzt schon 100 Mal beleuchtet habe, ist es einfach immer was Neues und deswegen 4 von 5, aber nur 4 von 5, weil man es an einem Abend wahrscheinlich nicht oder definitiv nicht 10 Mal hintereinander spielen will. Letztes Merkmal, was ich auch persönlich extrem wichtig finde, wenn man viel Geld für ein Spiel ausgibt und dass man auch öfter spielen will, die Qualität des Spielmaterials. Das ist alles dicke Pappe. Richtig gut gemacht eigentlich. Es wird auch wahrscheinlich nicht kaputt gehen. Gut, die Karten, das sind Standardspielkarten, aber im Gegensatz zu Kartenspielen, die sich irgendwann abnutzen, benutzt man diese Karten nicht wirklich oft. Das heißt, die sind auch nach 100 Spielen wahrscheinlich noch wie neu. Hier bei den Markern ist es was anderes. Die sind auch aus Pappe, die nutzen sich auch relativ schnell ab. Vor allem diese Knallerbsen, weil die hat man von Anfang an im Beutel und zieht die jedes Mal. Das heißt, man hat die jedes Mal in der Hand. Dafür sind aber genug Ersatzchips eigentlich drinnen im Spiel, dass selbst wenn die sich abnutzen, dass man trotzdem noch neue Chips hernehmen kann. Beziehungsweise es gibt auch weiße Chips, die man dann einfach selber bemalen oder beschriften kann, falls es wirklich, wirklich dann auch die schon Ersatzchips zur Neige gehen, muss man halt die Ersatzchips hernehmen. Aber das hat, da haben die eigentlich gut früh vorgesorgt. Die restlichen Sachen, was jetzt nicht aus Papier ist, wir haben einmal hier die Plastikrubine, finde ich auch cool gemacht. Ist auch einfach cool, was anderes dann in der Hand zu haben. Schauen auch wirklich aus wie Rubine, wenn ihr es hier so seht. Und wir haben diese ganzen Spielmarker, die aus Holz gemacht sind. Das finde ich auch cool. Die gehen natürlich nicht kaputt. Der Würfel ist auch aus Holz gemacht. Finde ich cool, dass die nicht aus Plastik gemacht sind, sondern eben aus Holz. Die Rubine müssen quasi aus Plastik gemacht sein, weil Holz kann man nicht durchscheinend machen. Dann würden die eben nicht wie Rubine ausschauen. Hier der Stoffbeutel. Wir haben das schon relativ oft gespielt. Und man sieht es auch nicht irgendwo, dass der aufreißen würde oder keine Ahnung was. Der fühlt sich auch gut in der Hand an. Das heißt, Spielmaterial auch komplette 5 von 5, weil ich das einfach gut finde, auch wie sie das Material technisch von den einzelnen Sachen gelöst haben, von dem Material an sich und auch der Materialqualität. Gesamteindruck, ihr habt schon mitbekommen, einmal nur eine 4 von 5, ansonsten 5 von 5, kann man dem Spiel eigentlich nur eine 5 von 5 geben und es ist auch, finde ich, zu Recht mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet worden. Gut, ich weiß nicht, was es für andere Spiele noch zur Auswahl gab, aber ich würde sofort unterschreiben, dass das hier einen Kritikerpreis bekommen hat, weil es einfach ein komplexes Spiel ist, das aber wirklich, wirklich, wirklich gut durchdacht ist, auch viel Variabilität gibt. Bei den Zutaten ist es nicht so, dass eine Zutat einfach, dass man die kaufen muss, weil die so krass ist, sondern es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten von Zutaten, die man kaufen kann. Spielqualität her, overall, von wie es verpackt ist, wie es gemacht ist, auch die ganzen Sachen hier drauf, wie sie gemalt sind, finde ich wirklich, wirklich gut gemacht. Und deswegen muss ich da eine 5 von 5 geben. Und es ist definitiv, wenn ihr ein Brettspiel-Fan seid oder allgemein ein Gesellschaftsspiel-Fan, ist es ein Muss, das zu haben, mal gespielt zu haben. Und wenn ihr einen Brettspiel-Fan habt, dem ihr es kaufen wollt, das Geschenk, finde ich auch, kann man eigentlich nur empfehlen. Da kann man nichts falsch machen. Solange er nicht ein absoluter Gegner von etwas komplexeren Spielen ist, weil das Spiel dauert schon ein bisschen zu lernen, aber es ist definitiv auch wert. Das war's dann schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst mich natürlich in den Kommentaren wissen. Eine Regelerklärung wird auch noch kommen. Den Link findet ihr dann natürlich in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.